Yo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Wir machen weiter mit Zocken mit Frau. Und zwar im letzten Kapitel schwere Erschütterung in Dressrosa. Das wird jetzt soweit auch die letzte Folge von der Story her sein. Und danach... ich spiele jetzt mal Law. Und danach werden wir uns aufmachen, dass wir überall den S-Rang erreichen, um die Story mit 100% abzuschließen. 31er nicht nur. Naja, wir probieren es trotzdem. Ich werde den guten Law mal spielen. Outfit ändern. Kann ich nicht. Gut. Dann werde ich den guten Law so zocken. Interessant. Ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt dann hiermit durch sind mit der Story, machen wir im Traumlog, heißt er, glaube ich. Wir spielen ja jetzt den Legendenlog und wir spielen dann den Traumlog, glaube ich. Ja, Traumlog? Ne, Traumlog war das mit den Inseln. Wie heißt denn der andere? Freie Log. Nein, Freie Log. Der Halbtraumlog kommt danach erst. Nach dem Traum. Wir spielen dann den freien Log, denn da können wir dann auch Charaktere oder alle Charaktere, die wir freigeschaltet haben, in der normalen Story spielen, auch wenn sie da theoretischerweise nicht vorkommen würden. Und damit werden wir dann überall den S-Rang holen, denn mit dem S-Rang bekommen wir die Story nur zu 100% durch. Und wenn wir das dann durch haben und überall S stehen haben und wir die Story dann zu 100% durch haben, werden wir uns an den Traumlog noch ransetzen. Und der wird dann auch einiges Zeit beanspruchen. Einiges an Zeit beanspruchen. Also das Projekt wird euch noch einige Tage begleiten, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, ein weiteres Projekt. Oder wir haben eigentlich noch zwei Ideen zu weiteren Projekten, die wir in Verbindung mit Zocken mit Frau machen können. Ja, ich wollte das mal gerade eben kurz selber lesen, weil ich habe das so im Spiel auch noch nicht gelesen. Ja. Auf jeden Fall haben wir da schon ein paar Ideen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Pack mal dein Handy weg jetzt hier. Ja. Frauen. Immer mit dem Handy angeklopft. So lesen, gucken, verstehen. Dann kannst du auch mal ein bisschen lesen. Hier erzählen und so, was so abgeht. Ja, mach auf, wir brauchen Berries. Ja, ich hab denen alle Bomben auf den Kopf gezaubert. Geile Sache. So. Ja, mit dem Law sehe ich jetzt gerade nicht ganz so viel. Aber auf jeden Fall kann ich halt, wie ich ja auch schon in ein paar anderen Folgen gesagt habe, in meinem Room so gut wie alles tun. Ist halt mein Room. Problem ist nur, der ist ziemlich useless, wenn man keinen Room hat. Oder die Gegner da nicht gerade drin stehen. Ich sehe gar nichts. So. Ja, die nächsten. Sollen wir das schon verraten? Was wir so als nächste Projekte eventuell als Idee haben?
Ja, steht noch nicht fest, aber wollen wir denen das jetzt schon sagen oder? Hast du schon mal erzählt? Warten wir dafür. Also ja gut. Ja gut, dann machen wir das einfach so. Diejenigen, die alle Videos gesehen haben, die werden es wahrscheinlich schon wissen. Und diejenigen, die es nicht getan haben, die werden es entweder nie erfahren oder schauen sich die anderen Videos auch an. So, jetzt mal hier genug gespielt. Da vorne ist noch so ein Ausrufezeichen. Oder können wir einen Vorschlag machen, ne? Was? Oder einen Vorschlag machen. Ja, genau, das könnt ihr natürlich auch jederzeit noch tun. Einen Vorschlag geben, welches Spiel man denn als nächstes im Projekt Zocken mit Frau so ansetzen kann. Welches man mal behandeln kann. Was die anderen Zocken. Ja, oder genau. Das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Also ich sag mal, na gut, viele Frauen werden ja von ihren Kerlen genötigt, also wie du. Zum Zocken. Ist genötigt, es gibt aber auch viele Frauen, die von vorne rein zocken, ne? Das gibt's natürlich auch. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Aber hier ist ein Ausrufezeichen. Und irgendwie sehe ich hier kaum was, was ich wirklich baue. Naja gut, hier an dem Ausrufezeichen kann ich dann soweit erstmal nichts mehr machen. Ich stehe doch hier direkt am Ausrufezeichen. Achso, das ist hier diese komische Glocke, da können wir später erst hin. Ah, die haben sich noch gar nicht wirklich aktiviert oder freigeschaltet. Hier ist ein Tor, das ist zu, gar nicht. Ach, du bist neben mir. Ich, ja, ich bin gewundert, welcher Verrückte hier die ganze Zeit an mir rumrennt. Ist verrückt. Mein Auge tränt noch. Lass mich ruhig. Meins auch, ich hab Gerstenkohl. Nein, ja, ich nicht. Ich hab Naruto geguckt. Ja, weil, Leute, ich hab mir gerade die letzten, weil ich ja auf Montage war und dann habe ich das so ein bisschen oder konnte ich auf Montage nicht gucken, habe ich mir gerade die letzten drei Folgen von Naruto angeguckt und da musste ich ein wenig weinen. Also abgesehen von dem übelst fetten Kampf, auch wieder übelst sentimental und emotional die Folgen. Also da ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Also wenn die Japaner eins können, ne, dann können die so dramatische Szenen aufbauen. Das ist der absolute Hammer. So, wir benutzen jetzt mal unsere Ulti. Ich weiß gar nicht, was die so kann. Oder wie viele wir hier töten. Alles klar. Gar kein. Geil. Also ich glaube, selbst dann töten wir nur die, die in unserem Room stehen. Und wenn keine da drin stehen, hast du die Ulti verbraten für nichts. Wie wir jetzt zum Beispiel der Room, also der Hauptschaden geht alles in den Room rein und wenn da keine Gegner drin sind, dann hat man halt verkackt. Aber andersrum natürlich dann, ich sag mal, die Leute, die in dem Room stehen, die sind auch so gut wie tot alle. Also der macht schon viel Schaden in seinem Room. Nur halt erstmal die Gegner alle da in den Room reinkriegen. Ja, das ist so eine Sache. Aber wir versuchen das jetzt nochmal. Ich glaube, diesmal habe ich welche. Ah, 43, da geht er noch. Die sind ja da vorne noch hier, der Caesar. Hallo, lass mich mal hier durch. Ich werde geblockt. Da ist ja noch so ein Piraten-Captain. Ist dir eigentlich bewusst, was wir gerade machen müssen? Wir müssen hier diese komische Gaswolke, den Caesar Clown, den wir in der letzten Folge aufs Maul lauern, den haben wir jetzt quasi entführt.
Und den müssen wir jetzt da oben zu dem Fragezeichen bringen. Da bin ich. Ach, schön. Gut, dass du da bist. Auf jeden Fall müssen wir den dahin eskortieren. Eskortieren. Und wenn der da ist, kommt der Fujitora. Mission gescheitert. Ja, fett. Toll. Anführer ist an Ort Greenbit. Ja, ne, weil du da oben rumgeierst. Ja, jetzt ist der ja hier. Und jetzt? Ne, der ist ja eben noch nicht da. Der Anführer ist hier. Und ich meine, den Bellamy, den haben wir verkackt, weil der da unten irgendwo war. Aber ich kann mich hier nicht raus. Ich musste gucken, dass die Wolke hier unbeschadet dahin kommt. Aber ich glaube, da war dann nur eine Mission, eine Nebenmission. Die ist dann nicht so wichtig. Fürs Erste. Kroasiaka. Kojo wa mitsukatta ka? Sore doko dare? Yoku shike. Nani itte yagare? Yo flamingo wa shibukai wo yamete nan ka ine? Shiza wo kaeshite mo nan no torishiki wo seiritsu shika shikai nda? Ore tachi ga kanzen ni hamerareta. Sono shima kara hayaku nigero. Te o. Ah, da ist der Flamingo schon. Ore tachi wo damasu tame dake ni. そんなバカなことをするはずがないという固定観念たとえ七部会であろうとそんな権限があるはずがねえもしできるやつがいるとするなら天竜人くらいのもんだお前もっと根深い話さロウいやなんだよドフラミンゴ Der Dude, der kann quasi mit der Marine machen, was er will, weil er hat auch irgendwie Verbindungen zu den Weltaristokraten. ライグン大将に特任されたフジトラ噂はよく聞いている実力は折り紙付きの化け物だとなコラどうも恐れ入りやすそれで海軍は今回のローの処分をどう決めた 報じられた麦わらの一味の件。記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七部会である。あんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。 Du bist echt nicht der Ernste. Also, Doflamingo finde ich ja geil. Und den Fujitora finde ich noch geiler. Der hat eine übelst krasse Teufelsfrucht. Beziehungsweise Gerüchte sagen ja, dass die Teufelsfrucht in seinem Schwert ist und nicht er sie gegessen hat. Der Caesar, der kackt sich in der Buchse. の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。Ja, denn der gute Fujitora, der geht richtig steil, aber den werden wir später auch noch sehen, weil den finde ich so geil, dass ich ihn auf jeden Fall einige Male zocken werde. So, zwei Mann nochmal unsere Ulti hier hin. Aber viele treffen ihn damit wirklich nicht. Also kann natürlich jetzt, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, das hat mit dem Level auch zu tun, dass desto höher
Trafalgar-Lore am Level ist, desto größer sind auch seine Runes. Ich bin mir da zwar nicht zu 100% sicher, aber doch schon ziemlich. Ja, wie gesagt, eigentlich habe ich den nur selten gezockt, beziehungsweise gar nicht gespielt, bis auf ein, zwei Male. Aber da hatte ich den, glaube ich, doch schon höher gehabt. Kommen ja auch noch Pazifista an. Ach ja, da war hier das Level, wo ich da das eine Mal mit 6000 Kills nach Hause gegangen bin. Und alleine gespielt habe. Ja, 8500. Da waren auf jeden Fall schon einige Kills dabei. Guck mal hier, helft ihr mal ein bisschen. Mach mal R2. Denn hier Fujitora und Doflamingo sind schon üble Gegner, wenn man sie alleine machen muss. Na gut, selbst damit, selbst mit dem R2 und Kreisangriff habe ich nur 95 Kills gemacht. Mein gut, du hast deinen auch noch vorher gemacht. Fluchtversuch. Ist nicht so geil. Noch mal ein Fluchtversuch. Ich glaube, ich sollte mal da hinten hingehen. Aber der Fujitora nicht getroffen. Also ich flitz mal. Du machst das schon, ne? Ich muss nämlich mal eben gucken, was da abgeht. Warum die auf einmal alle fliehen wollen. Zoro zieht sich vorübergehend zurück. Das ist nicht so geil. Wo ist Nami? Hier. Autsch. Ja, schon. Ja, jetzt müssen wir uns eben ein bisschen mehr konzentrieren, denn wie gesagt, die sind übel. Und die Runde geht auch ein bisschen was länger. Meine ich auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier wegen so einer kleinen Banalität dauer. Recken ist das für ein Arsch. Boah. Ich habe jetzt in der Kizaru-Leiste nochmal eine komplette Auffrischung gekriegt. Der meine läuft ja immer noch von vorhin. Ja, ja. Nee, ich meine, ich habe jetzt beide. Was haben beide gefehlt? Sani zieht sich vorübergehend zurück. Uah, Kreis! Gott, zwei Leute. Ha! Ah ne, 117. Okay. Ja, ich glaube, die sitzt ganz gut, aber auch nicht viele. Fluch. Ja, fliehen die denn? Oh, die machen schon ordentlich Schaden jetzt hier, vor allem diese scheiß Pazifister. In Schwierigkeiten. Ah, da bist du jetzt, ne? Ja, ich kann jetzt auch. Okay, die sind alle jetzt im Schiff. Und R2 wenn in Schwierigkeiten ein bisschen, dann noch durch R2. Ja, jetzt auch gut. Kizaru, komm. Kizaru! Du Schweinebacke!
せ。向こうの港で落ち合うぞ。Ich gehe mal zu dem Kizaru da hinten. Ach, komm mal noch zu dem hin. Oder? Ne, da ist auch nicht. Weißt du, den kommen wir noch gar nicht. Weiß jetzt gar nicht, ob. Nee, ob der Cousin auch schon hier ist. Denn da müssen wir nämlich da zu dem Telefon, zu den Ausrufzeichen, da steht er dann und der hilft uns dann nämlich. Ich glaube, ich hätte hier laut nicht spielen dürfen. Das sind so viele Dudes, ne? Ich weiß ja echt nicht, wo du anfangen sollst. Immer wenn ich den Room gerade richtig sitzen hab, dann kommt da irgendwas, das mich da raushaut. Oh, ich sterb vielleicht einfach. Drück mal R2. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen HP kriege. Aber natürlich, jetzt ist es immer so, wie der Fall immer so ist. Wenn man HP braucht, findet man nichts. Nur wenn man keine HP braucht, dann kriegt man überall, in jeder Kiste ist dann HP. So, dann hätten wir auch. Du hast Gesundheit? Da wo ich stehe. Wo steht denn du? Da wo wir gerade noch waren. Ja, 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 ist Gesundheit. Wow. 1000. Yeah. Ich hab Gesundheit. Room und eine Kiste aufzumachen. Auch okay. Naja, gut. Machen wir weiter hier. Wir haben noch ein paar Gebiete, die wir hier kaputt kriegen müssen. Bevor dann unser Cousin kommt. Unser Cousin. Erlange Kontrolle über den südlichen Hafen. Ach so. Wir müssen da hinten hin. In das linken Gebiet. Ich glaube schon. Wenn wir da hin müssen, sollte dort offen sein. So, genau, hier durch. Irgendwo müsste der Cousin entstehen. Ne? Ja, oder noch so. Das ist für eine Scheiße. Ne, ich glaube, okay, ich glaube, wir müssen erst Bellamy kaputt hauen. Und dann kommt der Cousin. Hast du ihn schon? Weiß ich nicht. Ich hab ihn zu sehen wegen der Sprechblase. Nee, ich bin nicht ganz. Du hast ihn nur in den Dings gefüllt. Oh, oh, wie viele Bomben. Köpfe ich da jetzt gerade gemacht hab. Jetzt ist er da. Gut, wie, du willst abhauen? Labert der?
Wo denn? Schlabert der? Ja, also. Weg. Einfach so verschwunden. Er ist weggeschwunden. Leute, den Südhafen haben wir jetzt. Da ist er wieder. Lustige Geschichte. So, jetzt müsste gleich irgendwo, eigentlich müsste der Cousin jetzt hier mal irgendwo antanzen. Ich guck hier hinten nochmal. Oh, es geht. Jede Menge Gegner sind. Misso und Co. sind aufgetaucht. Ja, da ist nochmal HP, aber ich bin voll. Ja, egal. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Cousin. Opa, was war das? Ah, so. Was machen wir denn? Du bückst dich gleich. Hast du jetzt nicht viel gerechnet, ne? Was ist nicht deine Stärke? Du mit deinem Jumpsuit. Ja, ich hab einen Jumpsuit. Sexy, hexy. Voll geil, das Ding, Alter. Geil, so. Ah, ja, den locker ich dir gleich. Genau. Was ist denn so schwer, Alter? Jumpsuit. Suit. Spaß nicht. Wobei Jumpsuit, ne? Voll dumm, Alter. Ja, bist du vorhin durch die Wohnung gesprungen. Ja, ich musste den ja testen, ne? Und ich bin nicht gesprungen, ich bin gehüpft. Ja. Das ist was anderes. Ja. Ja, die kommen jetzt alle hier hin. Und da kommt jetzt gleich auch der Jesus Burgers und der Burger? Blackbeard. Der geile Penis. Da ist ein Schinken. Kommt mal ja zwei. Gute Diktatur. Jetzt ist der Cousin da. Jetzt müssen wir gleich zu dem Telefon. Telefon? Ja, Telefonschnecke. Aua. Aokiji. Denn der Aokiji hat nämlich die Marine verlassen, weil er nicht ganz so einverstanden war mit dem mit der absoluten Gerechtigkeit von ne? Wer ist er denn jetzt hier? Von Sakatsuki. Sakatsuki. Hier. Dein Lieblingsspieler. Wer ist er denn jetzt auf Deutsch? Ja? Ja, hier dein Magma-Mann. Der Magma-Mann. Wer ist der denn jetzt nochmal? Hier. Denken. Aber wie heißt der denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Der Magma-Mann. Was für ein Magma-Mann, ey. Den du sonst immer gespielt hast. Whitebeard. Noch Whitebeard. Hat der Magma du Pfeife? Woher soll ich das wissen, wovon du redest? Whitebeard von der Teufelsfrucht. Ich hab doch keine anderen gespielt. Doch, der mit dem roten Anzug. Viel Feuer. Bum, bum, bum. Wer ist er denn jetzt? Hier. Da ist gesagt. So. Ah ne, genau, der holt uns keine Unterstützung, der freeze die Telefone ein, dass die Gegner keine Unterstützung nehmen können. So war dies. Ja,
Der ist Jesus. Ja, der ist Jesus Bart. Das ist das Telefon, da ist das Ding. Die Teleschnecke. Ja, die haben wir auch. Nochmal in die zwei anderen holen. Dann machen wir mal kurz ein bisschen Palaver. Guck mal, R2. Okay. Dann ist das nächste Telefon. Obwohl du so ein Dings hast, hast du mehr Dings. Obwohl ich so ein Dings hab, hast du mehr Dings. Weißt, ja, das ist richtig. Ich hab einfach mehr Dings. Aber ich hab mehr anderes. Du hast mehr anderes, genau. Du hast dickere Titten. Das laberst du. Dafür hab ich fettere Eier. Weil Eierstöcke zählen nicht. So, das haben wir auch. Das Tor ist offen, da ist ein Piratenkapitän. Capitano de Pirato. Du musst den Jesus Burgers kaputt machen, ne? Ja, bin dabei. Ja, mach mal ein bisschen fix, weil der hat sich angeblich die Feuerfrucht geschnappt. Ja, ich sehe den gerade auch nicht. Ja, wie bist du denn dabei, den zu bekämpfen, wenn du den nicht siehst? Der ist abgehauen. Ja, dann renn ihn hinterher. Ja, Mach zackig. Wo ist der jetzt? Oh, da wollte ich nicht. Weißt du den? Ja, der darf nur nicht da jetzt in das leuchtende Gebiet da reinkommen, ne? Ja, wenn ich wüsste, wo der ist. Das ist der Jun. Wer kann mir hier was erzählen? Ah, oh, der macht aber auch manchmal die Räume irgendwo hin, ne, wo sie kein Schwein braucht. Also seine Rooms. Echt? ここで意味なく暴れ続けると決めたのさ。悪魔しろ。工場の破壊には準備が必要だ。しばらく使ってんな。すだ。 Lass uns hier alleine machen. Was sind denn die Kurzzeit? Oh shit, jetzt haben wir auch noch Kizaru hier. Oh man, die beiden machen mich glaube ich kaputt. Guck mal, ja, zwei. Boah, Alter, jetzt fühlt sich richtig Zucker gegeben. Also hier ist gerade mal ein übelst geiler Fight mit dem Cousin zusammen. Einen habe ich, den Chitora habe ich kaputt gekriegt. Fehlt nur noch Kizaru.
Aber der Kizaru bewegt sich viel. Wenn er ziemlich auf den Sack geht. Dann krieg ich den nämlich nicht in meinen Room rein. Und dafür wäre oder ist der Lore dann ziemlich scheiße. Aber wie gesagt, der muss halt seinen Dude immer im Room haben. Sonst macht er keinen Damage. Und da sich der Kizaru einfach so da raus teleportieren kann. Ist der ziemlich schlechter Gegner für uns. Hast du jetzt gesagt, dass du den kaputt kriegst? Nein. Oder haust du voll daneben? Nein. Okay. Naja, ich hab das schon verstanden. Mein Gott, der hat nur noch so ein Fitzel AP da, ey. Ha! Jetzt hat er eine Bombe am Kopf gehabt und jetzt ist er weg. Geil. So, die Gegner haben wir. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier in das blinkende blaue Gebiet. Denn da wird es Blackbeard erscheinen, genau. Da ist er ja schon Kaiser, genau. うるせえ。チャンピオンね。あれは俺がドフラミンゴからもらったもんだ。てめえ、ドフラミンゴか。どうい、てめえらと。ドフラミンゴか。4校と支部会が手を組んじゃおかしいか。じゃあ。麦わら、てめえは住んでの泥でいつも生き延びてきた。麦わらの一味はここで潰す。よひげ。 So, jetzt geht ab. Ja, wir gehen jetzt aufs Ende zu. Wir müssen jetzt nur noch den Blackbeard und dann den Mingo verhauen. Und dann sind wir soweit durch. Oh, okay. Die spawnen alle erst noch. Also der Kizaru, der ist extrem gut, ey, als Teammate, weil er hat die übelste Flächenwirkung mit dem Eis und ist schon mega fett. Aber hier kommen wir noch gar nicht hin. Die Tür ist da gar nicht auf, ich bin viel zu früh hier. Was ist los hier? Scheiße. Wir müssen erst hier den Dude noch. Ah, da ist Champion. Jesus Burgess. Den Dude würde ich auch gerne spielen wollen, aber bis jetzt kann man den meines Wissens nach noch in keinem One Piece Spiel zocken, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich würde den gerne mal zocken, aber andersrum, man weiß ja im Anime auch noch nicht wirklich, was der wirklich drauf hat, weil er so auch an sich noch nichts gezeigt hat. Bis jetzt war das immer nur so eine Wurst, aber andersrum musste er ja, sag ich mal, schon ein kräftiger Dude sein, weil erstens hat er übelste Muskeln und zweitens ist der bei Blackbeard in der da hätte ich mir geil vorstellen können, wenn der die Feuerfrucht hätte. Ja, weil der bei Blackbeard halt in der Crew ist, muss der eigentlich ziemlich kräftig sein. Ne? Blackbeard weiß schon, was abgeht und der nimmt sich, denke ich mal, keine Flaschen. Nix. Jetzt verdirbt man Jumpstream ein. Nee. Aber du, jetzt so, ist klar. Ich nehme mal raus. Der Jumpsuit ist geil, Alter. Der hat so einen geilen Reißverschluss. Voll geil.
Ohne Scheiß, kann ich nur empfehlen, kauft euch Jumpsuits. Ja, Zaro, Generalstab der Revolutionsarmee. Der Zaro ist auch zeitgleich der verschollene. Der verschollene Bruder von Ruffy und Ace. Ja, wir müssen da, du musst da unten die dicken Punkte noch wegmachen. Das ist voll die Penis. Ja. Wenn du mal schneller machen würdest, würde ich hier auch mal endlich zu Teach kommen. Oh. Ja, komm, dann zeig ich. Ah, jetzt. Jetzt geht ab hier. Oder noch nicht? Zack, die kleinen Gimpel hier, die habe ich schnell weggeschnitzelt. Blackbeard soll kommen. Ich will dich. Raus jetzt hier. Ruffy steht kurz hier unten. Kannst du da hingehen? Ja. Wo der ist? Wo ist er? Und du mich? Dann geh da hin. Warum macht er denn die scheiß Kiste jetzt hier nicht auf? Wenn sich da hinten erst die Dudes kaputt hauen. Ich glaub schon, ne? Da die Piraten. Captains! Ja, und das meinte ich mit den Kills. Ich habe, glaube ich, wo ich alleine war, entweder 6000 oder sogar 12000 gemacht, ey. Weil ich habe ja jetzt schon 4000. Und hier kommen ja noch einige. Und ich glaube, wo ich die einmal alleine gezockt hatte, da habe ich sogar alle Dudes gekillt, die ich sehen konnte. Die mir so über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, ich hatte irgendwie dann noch 12000 Kills gehabt. So, jetzt können wir mal endlich den Teach fahren. So, jetzt machen wir hier aber erstmal richtig zackig. Richtig Gas. R2 den Heldenmodus an und jetzt geht rund hier. Ab geht er. Autsch. Wo ist der Teach? Da hinten. Ja. Wollt er mich einsaugen? So, jetzt sollte der down sein. Ja, da haben wir ihn. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zu Doflamingo. Ja, dafür, da er eigentlich seine militärische Stärke zeigen wollte, hat der Blackbeard so gut wie gar nichts gezeigt. Aber den darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen.革命軍のナンバー2がいるなんて話が違うじゃねえか。ドフラミンゴのや。やっぱサボは強えな。おい。お前と麦わらやは、ルフィは俺の弟だ。弟だと。革命軍のナンバー。サボもエースも俺の兄ちゃんだ。子供の頃に3人で修行してて、最初に海に出たのがずっと死んだと思ってたのに。
生きてたんだな。サボと一緒に戦えるなんて。立場や目的は違えど、目の前の敵は同じだ。山物は消えたな。そうだな、ま。急げ。俺たちにスーパー任せろ。Ja, jetzt müssen wir nur noch den scheiß Vogel finden. Und dann sind wir durch hier. Ja, jetzt kommt er mit so miesen Tricks wie mit seinem scheiß Vogelkäfig da. Eine miese Attacke. Die ja alle in Dressrosa gefangen genommen haben und dann hätten auch getötet. Jetzt geht auch. Naja, stehen uns natürlich wieder Pazifisten-Wichser im Wege, die wir vorher noch ausschalten müssen. Aber hinter denen kann Doflamingo sich auch nicht verstecken. Wir werden ihn auf jeden Fall kriegen. Und die Pazifister sind halt nur Zeitschinderei. Wir halten uns jetzt ein bisschen auf, aber ansonsten ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Doflamingo dann erwischt haben. Ja, genau, mach mal, du hast mehr Pressure mit. Mehr Druck. Frisst mehr. Weil mit meinem Dings, die kann ich abhaken. In meinem Kreis. Wir gehen jetzt weiter zu Doflamingo. Die Sache mal hier beenden. Sollen wir den Vögelchen mal aufs Brett? Irgendwann den müssen wir im Kreis töten. Merkt ihr den Typ? Weil der hat ja jetzt Doppelgänger. Aber mit dem Fusan und den ganzen Einfrieren da ist er ganz geil, Alter. Kann er sich überhaupt nicht wehren. Jetzt flitzt er da, glaube ich, in die Mitte. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, das macht nämlich sau Schaden, wenn er mich trifft. Autsch. Ich hatte das noch. Oh, ich bin also noch hier, ne? Ich nutze jetzt mal den Kreis, um mal ein bisschen runter zu hauen. Ah komm schon, jetzt mach.
Alter, mit dem Einfrieren ist echt geil. Was? Weiß nicht, ich glaube, ich habe ihn gekriegt. Ah ja, gut. Müssen wir nächstes Mal drauf achten. Ja, aber ich habe den genau fertig gemacht. Joker! Oi, oi, この程度で俺を倒すつもりか？うるさいと！ドラオ！しまった！仲間を立てて、手も足も出ないか。よっ！惜しかったな。だがそろそろ死ね。Ja, das ist halt eine ziemlich große Abweichung zum Anime her. Aber ist auch ein geiles Ende. Bam in your face. SSS. SSA. Also, da kann ich jetzt nichts für, aber steht ja da. Ja, klick da weiter. Halt's mal. Ja, wir sind zu langsam. Ansonsten hatten wir schon alles S. Ja, drück doch. Ja. Boah, doch schon so viel geschafft. Geil. Brauchen wir nächstes Mal weniger machen? Ja, Schiffsart freigeschaltet, Münzen aller Art freigeschaltet. Zorro ist Crew Max. Er ist auch Crew Max. Ne, Max nicht, aber. Hat auch einiges dazu gekriegt. やってくれるじゃねえか。はい、いい。勝ちはお前らに譲ってやる。リンゴ、待て！クジタラ。四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に逃げやす。こいつらが俺の仲間なんだ。こいつは。いや悪い。俺はそろそろ行かなくちゃならない。え、もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何？
またすぐにどこかで会えるさ。お前ら、ルフィはいいやつだろ。昔と全然変わらねえ。え？ピチカニクさん。悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。Sabo! Boah, das Feuer haben die auch so geil gemacht, ne? Sabo! Matada! Sabo! あいつ、いい仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わらや、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。分かった。じゃあトラオン、カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。お前には借りもできたし、麦わらや。Ja, jetzt machen sie sich auf den Weg nach Kaido, aber das ist leider in diesem Spiel nicht mehr beinhaltet. Ist leider nicht mehr drin, ich würde gerne weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt demnächst mal so langsam aber sicher in Pirate Warriors 4 gibt oder rauskommen wird. Also wenn ja, würde ich es auf jeden Fall wieder kaufen. Und dementsprechend dann auch wieder mit dir zocken. Ja, an sich, Leute, war es das mit der Main Story. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir haben trotzdem noch einiges zu zocken in diesem Spiel. Und dann machen wir das nächste Mal dann weiter. Da fangen wir dann wieder von ganz von vorne an und holen uns überall das S. Also Leute, damit würden wir uns jetzt erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Bewertungen da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute!